Die fünf monatigen Verhandlungen zwischen der griechischen Regierung und der Troika machen deutlich, dass internationale Währungsfonds, EU und Eurozone für das Volk bedeuten. Armutsmemoranden, Arbeitslosigkeit, Verschleudern des öffentlichen Eigentums, beschämende Vermundschaft und Aufhebung jeglicher Volkssouveränität. Jeder Arbeiter hat die reaktionäre Natur dieser Institutionen gesehen, denen vor allem die Interessen der Banken, der Konzerne und des Kapitals im Vordergrund stehen. Das Referendum gehört zu dem Plan der Regierung, die laufenden Verhandlungen fortzuführen, mit dem Ziel eines anständigen Kompromisses innerhalb der EU und der Eurozone zu erreichen, deren Griechenland ein integraler Bestandteil ist. Wie die Regierung behauptet, es kann kein Nein gegen die Perspektive neuer Sparmaßnahmen und der Memoranda. Diese Politik hat die Regierung durch den Vorschlag, den sie bei den Verhandlungen eingereicht hat, bereits akzeptiert. Unser Nein ist anders. Es ist das Nein des Volkes an die Räuber, an die Räuberbande der Gläubigen und ihre Schergen, an den 47 Seiten Memorandumvorschlag der Regierung, an die EU und die Eurozone. Unsere Nein fordert Abschaffung der alten und neuen Memoranda, Zahlungseinstellung und Schundelschnitt, Verstaatlichung der Banken und der großen Unternehmen mit Arbeiterinnenkontrolle, keine Disziplin bei den Forderungen der EU, Austritt aus dem Euro und der EU. Nur diese Politik kann Arbeitsplätze für die Arbeitslosen, Gehalts- und Renten erhöhen, Geld für die Schulen, die Krankenhäuser, die Rentenkassen gewährleisten, um zurückzukriegen, was uns gestohlen wurde, um zu fordern, was uns gehört. Adarsia ruft das Volk und die Jugend auf, mit einem stolzen, ungehorsamen Nein Widerstand zu leisten, vor allem auf den Straßen mit politischen und sozialen Kämpfen gegen neue und alte Memoranda, aber auch in jedem Wahlgang. Es ist wichtig, dass in Richtung des Referendums die Arbeiterinnenbewegung ihre Macht zeigt. Für den Gegenangriff der Arbeiterinnenbewegung, für das große Ja zum anderen Weges des bewussten Bruchs mit EU und internationalen Währungsfonds, für den antikapitalistischen Umsturz des Angriffs des Walzenforum EU-IWF-Kapital, für eine neue Kampfrunde, für den Sieg der sozialen und demokratischen Rechte unseres Volkes, für eine internationalistische Botschaft an die Völker Europas und der Welt für Widerstand, Würde und Befreiung. Dankeschön. Schön! Antikapitalista! Antikapitalista! Antikapitalista!